Ich verpasse bestimmt den Zug. Zu und wollte nur kurz nachsehen gehen. Wir sollten lieber zurück. Shinra, erstmal tief durchatmen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich umgehend auf offene Plätze im Freien zu begeben. Ich wiederhole. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Wegen des Vorfalls im Reaktor nicht so geplant. Akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich um meinst du, du kannst laufen? Nicht wirklich, tut mir leid. Ich wiederhole. Dies ist eine Durchsage. Ich auch nicht, Mama. Niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier. Für dich. Hä? Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Oh. Hilf mir! Leg die Waffe hin! Sehen die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Viel Glück! Leg die Waffe hin! Langsam! Hier geht's weiter. Mein Einsatz ist schön. Okay.
du ja. Haben wir nicht endlich. Hier, Sektor 8. Wir haben den Gesuchten entdeckt. Wir brauchen Verstärkung hier. Ich wiederhole. Kommt hier, Sektor 8. Meine Konzentration. Neuer Versuch. Das war abzusehen. Keine große Sache. Kein Entkommen! Genug! Bis hier und weiter. Okay. Der Gesuchte ist in der Wohnviertel eingedrungen. Er riegelt die Ausgänge und schickt in Gefängnis mit Zielperson! Du entkommst nicht, du Schiff! Du. Keine große Sache. Zielperson entdeckt, leiten Angriff ein. Das war's dann.
Ja! Los! Verzieh dich! So, du raffinierter Bursche! Wir wissen ganz kein genau, Durchbruch. Wo du dich aufhältst! Ergib dich auf der Stelle! Wir werden dich zeigen! Volle Kraft! Ich bin bereit, ist hier unter Wasser. Alles geht! Es ist aus! Na dann? Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Bist du ja endlich. Hä? Ja. Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also hab ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht.
Na, was habe ich gesagt? Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makro-Reaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Keine Wachen in Sicht. Selbst die Güterzüge sind voll besetzt. Ein Paradies für das Ich wollte eigentlich nach Sektor 3 fliegen. Darf ich dich mal was fragen? Ich wäre mal lieber zu Hause geblieben, statt draußen rumzurennen. Wüsste nicht, wie diese ich diese Kämpfe könnte. Mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor 8. Steckt etwa Mutter dahinter? Es hat ganz doll gebrannt. Ich dachte, es wäre vorbei. Und das ist alles nur ein Traum, oder? Das Chaos wird sich auch auf ich Sektor 7 auswirken. Ich fühle mich hundeelend. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach rechten. Zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der tickt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Unverschämt. Was? Ich habe nichts gehört. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Wir tun das Richtige. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Oh.
du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgard. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid aber was denkst du denn? Papa! Guten Abend, Spatzi. Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau! Leute! Tönt hier nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist! Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause. Ja? Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Als er den Laden übernommen hat, habe ich mich an das Ende. Mein Bruder klebt die ganze Zeit vor den Fernseher. Ui. Diese Terroristen. Shinra meint, dass eine Gruppe namens... Die auf der Platte hatten es nur wegen ihrer Reaktoren so gut. Ja, der Reaktor. In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung?
völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Und du? Ich werde natürlich erstmal den Einsatz analysieren. Ja, klar. Sind das echte Aufnahmen von der Platte? Wie lange brennt das da wohl noch? Donnerwetter! Sieht gar nicht schlecht aus. Hast dich zu einem richtigen Mechaniker gemausert. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier mein Tiefer. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit.